Hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir spielen heute wieder Mega Man 4 für das NES. In der letzten Folge haben wir Diveman, sehr aufwendig bezwungen. Naja, aufwendig nicht, es hat nicht so lange gedauert, aber wir haben ordentlich dabei eingesteckt. Und ohne den Skull Barrier, die Waffe von Skullman, wäre das schwierig geworden. So, jetzt haben wir also einen Torpedo. Gegen was war der gut? Ich meine gegen Drillman. Ich hoffe mal, dass ich mich da richtig erinnere. Jo, Drillman kann offensichtlich bohren. Wer hätte das erwartet? Ach, die Welt war auch, ja, jetzt nicht so toll, aber geht. Unsere Helme sind auch wieder da. Oh, wir haben wieder Leben gekriegt. Das ist sehr gut und wichtig und angesichts meiner bisherigen Leistung außergewöhnlich dringend, weil ich habe ja schon einige Leben in den Sand gesetzt. Achso, ich wollte mal testen, ob die Helme jetzt nur einen Schuss brauchen oder den aufgeladenen. Nein, einer reicht. Habe ich mir vorher beim letzten Mal geirrt. Oh oh. Knappe Kiste. Wäre der ganz hoch gesprungen, hätte mich, glaube ich, erwischt. Also der hat einen kleinen und einen hohen Sprung. Und ich kann es wieder nicht. Und das ist dann blöd, wenn der jetzt zweimal hintereinander zum Hohen ansetzt, dann muss man halt drunter her. Oh, noch ein Leben. Sehr schön. Die sind auch so ein bisschen fies, ja, diese Marienkäfer. Marienkäfer. Bubble Bats sind auch wieder da. Noch ein Leben. Oh, großzügig. Entweder das Spiel hat ein Einsehen oder es will man noch ein Leben. Das kann ich nicht annehmen. Kann ich was aufladen? Ach nee, ich habe noch nichts gebraucht. Komme ich da hin, ohne drauf zu gehen? Ist jetzt natürlich die Frage. Ich bin mal schisshasig. Ich stelle einfach den... Und den kann ich da gar nicht reinstellen? Doch, kann ich. Den da unten, den Rush, den Flitz in die Stacheln rein, dann spießen die mich nicht auf, sondern ihn. Oder auch nicht. Gut, jetzt haben wir 5 Leben. Ja, das sieht besser aus. Das hat sich ja schnell wieder hergestellt. Nach dem Aderlass vom letzten Mal. Oh, scheiße. Da war ich nicht schnell genug. Da auch nicht. Jetzt kommen sie schon von hinten an. Von allen Seiten. Marienkäfer überall. Er ist zu schnell. Ich habe mich nicht mehr umdrehen können. Aua. Hatten die nicht unterschiedliche Schusszeiten? Ja, hatten sie. Mann. Ich will doch nur... So, geht. Geht doch. Also wenn man die erste erstmal weg hat, geht es. Bis dahin ist es ein bisschen blöd. Oh, ein Energietank. Ach hier, haha, jetzt können wir hier mal den Wire auspacken. Macht eigentlich das gleiche wie der Rush Coil. Moment, wären wir mit dem bis da oben hingekommen? Hätte ja sein können, also hätte ja eine Stelle sein können, wo man es wirklich... Nein. Geht mit beiden. Okay. Ich habe also zwei Items, die eigentlich das gleiche machen. Was ist das? Oh, das neue Segway-Modell. Der böse Segway. Ah, scheiße. Ich wusste doch, dass sie noch ein bisschen mehr machen als nur rumfahren. Okay. Das sieht jetzt energietechnisch ganz übel aus. Ich hoffe, ihr kommt da wieder was. Fällt da was raus? Ja. Da. Na. Oh Gott. Die... Na, die kommen ja gleich hinterher. Toll. Ja gut, wir haben ja genug Leben gesammelt. Ja, das ist wirklich... Oh, ja, das ist wieder... Okay, ich mache mir jetzt keine Sorgen mehr, dass das Spiel immer in Game Over gehen könnte, weil anscheinend kriegen wir immer rechtzeitig einen ganzen Sack voll Leben zugeworfen. Das ist auch vollkommen anders als in den vorherigen Titeln. Da war ein Leben wirklich ein rares Gut. Was ist das? Ein fliegendes Auge? Das hatte ich mir... Na? Oh, es ruckelt schon wieder. Oh. Ah ja, genau. Hier kommen... wir müssen uns den Boden jetzt mit Schaltern anschalten.
Und hier habe ich damals davor gestanden, so, wo muss ich hinspringen? Die Antwort ist einfach, auf den Schalter und das, der Boden erscheint. Ist also... Na, das war schlecht. Das auch. Na. Nachspawnende Gegner sogar in Felsenform. Also man muss dann halt hoffen, dass da unten Boden ist. Oder in diesem Falle hier. Na. Oh, das trifft sich gut. Und wir kommen zum Endgegner. Sehr schön. Wo ist die... Da. Achso, konnte ich die eigentlich auch... Ne, die konnte ich nicht aufladen. Also in späteren Mega Man-Titeln. Es gab ja schon immer Waffen, die man auch aufladen konnte. Und ich hatte gerade gedacht, dass das in Mega Man 4 auch mit jeder Waffe ging. Aber ich glaube, das kam erst danach. Stimmt, der bohrt sich jetzt nach unten weg und ich muss immer aufpassen, wo er wiederkommt, oder wie war das? Und ist dabei natürlich selbstverständlich untreffbar. Ich glaube, man muss einfach weglaufen und dann kam er irgendwann wieder, genau. Und dann bohrt er sich wieder weg. Also das ist jetzt mit der Dive Missile sehr einfach, man muss nur so ein bisschen Timing drauf haben, dass man halt läuft, wenn er hinter einem her ist. Aber die Musik hilft da ganz gut. Und die Dive Missile trifft manchmal einfach nicht. Ah, schlecht getimt. Oh. Ja, er greift auch irgendwie mal an. Irgendwann. Anscheinend aber nicht im Moment. Ja, jetzt. Oh. Aua. Achso, seine Schüsse können meine abwehren. Das ist ja fies. Nimm das. Oh. Okay, jetzt war er gerade wohl sauer. Ja, er greift auch irgendwann an. Aber man hat es halt häufig, dass er einfach wieder sich wegbohrt. Okay. Das war jetzt nicht ganz so kompliziert, also verglichen mit den Gegnern bisher war das jetzt einer der einfacheren Endgegner. Ich meine aber, ich habe damals auch ziemlich lange dran gesessen. Bis ich halt herausgefunden habe, dass der Unterwassertorpedo am besten gegen den Endgegner hilft, der bohren kann. Oh, ich krieg was für Rush. Für Flitz. Der Rush-Chat. Ja gut, dann damit ist jetzt wieder alles möglich. Denn, wie wir aus Mega Man 3 wissen, ist der Rush Jet ja das einzig Sinnvolle, was man von dem Hund benötigt. Damit sind wir auch schon durch für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin!